Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich rein, oder? Ich habe jetzt ein bisschen drum überlegt, weil die Einführung ist eigentlich sehr schön beschrieben und ich fände es jetzt schade, wenn wir die weglassen. Soll man die auch lesen oder wollt ihr sie alleine zu Hause lesen? Nein, alles. Wer hat noch sein Mikro gerade an und möchte spontan sagen? Wenn schon, denn schon? Ja. Ne? Ja. Dann, weil ich es jetzt gerade in der Hand habe, fange ich mal an vorzulesen. Hat sonst jemand schon das Papierbuch zu Hause? Ah, Gesine, dich sehe ich gerade. Du kannst dann auch eins vorlesen, okay? Oh, ich kann hier gar Ich nicht habe es sehen. auch. Ich hab's auch. Genau. Na gut, dann können wir es uns ja aufteilen. Wahnsinnig. Ach so, jetzt habe ich das schon wieder. Dann fange ich mal an, um das Eis zu brechen. Also, in der Einführung beschreibt er nochmal die dreifache Zuflucht. Und es fängt natürlich beim Buddha an. Buddha, das ist der Erleuchtete oder Erwachte, ist die ehrende Bezeichnung für den Begründer der im Abendland als Buddhismus bekannten Erlösungslehre. Im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurde er zu Kapilavastu im Grenzgebiet des heutigen Nepal als der Sohn des regierenden Sakya-Fürsten geboren. Sein Geschlechtsname war Gotama, Sanskrit Gautama, und sein Eigenname Siddhartha. In seinem 29. Jahr entsagte er der Welt und vertauschte seine prinzliche Laufbahn mit dem Leben eines hauslosen Wandermönches. Nach 6-jähriger unbefriedigter Wahrheitssuche und ebenso erfolgloser Schmerzensaskese fand er schließlich die vollkommene Erleuchtung in Klammer Samma Sambodhi unter dem Bodhibaum zu Gaya, dem heutigen Buddh Gaya. Es folgten 45 Jahre unermüdlicher Lehrtätigkeit und im Alter von 80 Jahren verschied zu Kusinara jenes wahnlose Wesen, das zum Heil und Segen dieser Welt erschienen war. Der Buddha ist weder ein Gott noch eines Gottes Prophet oder Inkarnation. Er ist jenes höchste menschliche Wesen, das durch sich selbst belehrt, aus eigener Anstrengung die endgültige Erlösung vom Leiden und höchste Weisheit gewann und zum unvergleichlichen Menschheitslehrer und großen Vorbild wurde. Er wird zum Erlöser nur für diejenigen, die den von ihm gegangenen und gewiesenen Erlösungsweg selber bis zum Ende gehen. In der vollkommenen Harmonie seiner Weisheit und Allgüte verkörpert der Buddha das universelle und für alle Zeiten gültige Ideal des vollkommenen Menschen. Gibt es da irgendwas dazu anzumerken oder zu fragen? Also schön geschrieben, aber vielleicht nicht unbedingt was Neues dabei. Möchte jemand das über Dhamma vorliest. Gesine, du vielleicht? Ich sehe, du hast das Buch gerade zur Hand. Ja, ich habe es zur Hand, aber es ist hier nicht gerade hell. Ich kann es auch nicht verändern. Ich versuche es, aber... Jetzt kann ich es auch machen. Kannst du, ja? Ja, meinetwegen. Bitte? Dann mach du mal weiter, Christine, wenn es bei dir gut geht. Ich? Vielleicht findest du ein... Ja? Vielleicht findet der Gesine Dhamma inzwischen ein gutes. Gut. Also, wer ist es? Christine, mach mal weiter. Okay. Der Dhamma ist die vom Buddha selbst gefundene, verwirklichte und verkündete, auf klarer Erkenntnis der Wirklichkeit aufgebaute Erlösungslehre. Sie ist niedergelegt in drei Hauptteile
umfassende kanonischen Schriften des Buddhismus, den sogenannten Korb, Tipitaka, bestehend aus erstens Vijnana Pitaka, den Mönchsordens, zweitens den Sutta Pitaka, das heißt den Korb der Lehrtexte enthalten, die eigentlich in den vier edlen Wahrheiten zusammengefasste Wirklichkeit und Erlösungslehre in ihrem vollen Umfang. Drittens Abhidhamma Pitaka, das heißt der Korb der höheren Lehre, welcher die Lehren des Sutta Pitaka in streng philosophischer Form bietet. Der Dhamma wendet sich ausschließlich an die eigene Erfahrung und Erkenntnis des Menschen, ist also keine einem voraussetzungslosen Glauben verlangende Offenbarungsreligion. Er bietet eine erhabene, doch wirklichkeitsnahe Sittenlehre, eine tiefgründige Analyse der Wirklichkeit sowie praktische Methoden der Geistesschulung und Meditation. Kurz, er bietet umfassende, klare und verlässliche Führung auf dem gesamten Weg der Leidbefreiung. Der Dhamma ist eine Lehre, die gleicherweise das Gemüt wie das Denken befriedigt. Der hier gewiesene mittlere Pfad führt hinaus über die ausweglosen und zerstörerischen Extreme im Denken und Lebensführung und trägt dazu bei, der Buddha-Lehre universelle und für alle Zeiten gültige Bedeutung zu verleihen. Vielen Dank, Christine. Schade, schade. Da würde ich gern was Kleines dazu sagen, und zwar, dass wir aus jetziger textwissenschaftlicher Sicht nicht mehr sagen können, dass das Abhidhamma Pitaka tatsächlich vom Buddha stammt. Das wissen wir mittlerweile, dass das aus einer späteren Epoche kommt. Was nicht heißt, dass die Inhalte des Abhidhamma deswegen irgendwie nicht wertvoll sind, aber wenn wir uns mit dem beschäftigen wollen, was tatsächlich vom Buddha selber in sehr hohem Prozentsatz vom Buddha selber kommt, dann sind wir am besten bedient mit dem Sutta Pitaka und manchmal auch mit dem Vinaya Pitaka. Der Vinaya Pitaka, der beinhaltet jetzt nicht nur die Regeln für die Mönche und für die Nonnen, sondern manchmal auch so lehrredenartige Belehrungen, die dann eben hauptsächlich im Sutta Pitaka zu finden sind. Und auch sehr schön beschrieben, finde ich, hier Dhamma. Gleichermaßen Gemüt wie Denken befriedigend, finde ich irgendwie gut formuliert. Gibt es dazu allgemein was anzumerken oder zu fragen? Ich hätte eine Frage. Und zwar genau zu den zwei Sachen Vinaya Pitaka und Abhidhamma Pitaka. Das ist ja eine ziemlich große Textmenge. Die einen, also besonders beim Abhidhamma Pitaka, die einen halten es hoch, die anderen lehnen es kategorisch ab. Gibt es da Bücher, die empfehlenswert sind für Laien, oder sollte man sich damit weniger beschäftigen? Du meinst so eine Einführung in den Abhidhamma Pitaka? Ja, oder auch vielleicht bestimmte Teile, die wertvoll sein können. Genauso beim Vinaya Pitaka. Ich muss jetzt nicht die ganzen Ordensregeln der Mönche durchlesen, aber sind ja auch Belehrungen enthalten. Also gibt es da vielleicht ein Buch, was empfehlenswert ist, auch für Laien? Also soweit ich weiß, gibt es das leider nicht. Jetzt dann nochmal eine
wo nur die interessanten Dinge abgeerntet sind aus dem Naja und Abhidhamma Pitaka. Aber vielleicht entsteht das ja, kann ich mir merken, vielleicht finde ich mal wen, der da kompetent ist. Ich würde dich aber auch wirklich beruhigen wollen, wenn du mit dem Sutta Pitaka dich gut beschäftigst, dann ist da alle Information und noch doppelt und dreifach so viel Information drin, wie wir alle brauchen, um diesen Weg zu gehen. Also wer, wenn das mit zu deiner Frage gehört hat, wäre meine Empfehlung ja, am besten sich auf den Sutta Pitaka konzentrieren. Und also ich habe in Sri Lanka Mönche gekannt, einer heißt Bhandegutta Sila, weiß nicht, ob den schon mal jemand den Namen gehört hat. Der ist jetzt seit 40 Jahren Mönch ungefähr. Und der liest immer noch die Lehrreden. Nicht, weil er irgendeine noch nicht gelesen hat, aber er hat mir mal gesagt, er entdeckt da immer was Neues. Und dadurch, dass man ja auch weiter meditiert und sich auch das eigene meditative Verständnis vertieft, findet man da plötzlich immer wieder was Neues. Also, würde ich mal empfehlen, da wirklich sich drauf zu konzentrieren. Und meint, also ich weiß ja, dass du, Sebastian, dich da auch schon ziemlich damit beschäftigst, aber einfach immer wieder lesen, man findet immer wieder da noch was ganz Spannendes und Wichtiges. Oder gerade wenn man was findet, wo man sich erstmal nicht auskennt, wunderbar. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte eher so gefragt, weil gerade, als ich das erste Mal so reingelesen habe in den Abhidhamma Pitaka und da noch nicht auch so die Spreu vom Weizen trennen konnte, fand ich es auf der einen Seite bei mir, wenn ich so Lehrreden lese, dann exzerpiere ich das auch manchmal so einzelne Stichwörter und da ist ja auch teilweise alles so in Tabellen auch aufgeschlüsselt, was mir manchmal, weil ich mir so Sachen dann gut auswendig merken kann, auch hilft, aber wiederum schießen sie dann halt im Abhidhamma so ein bisschen auch manchmal übers Ziel hinaus. Ja, naja, daher da eben so ein bisschen die Frage, ob es da auch Teile gibt, die man guten Gewissens damit studieren kann. Aber auch die Sutten reichen, also ist natürlich eine Vielzahl, die man zumindest als Laie in einem Leben schwer alles durchbekommt. Ich finde es schon noch deswegen eine interessante Sache und auch eine wichtige Entscheidung, weil wenn wir davon ausgehen, dass der Abhidhamma nicht direkt vom Buddha stammt, was ja mittlerweile einfach auch wissenschaftlich Wissen, was uns die Wissenschaft nahelegt zumindest, dann habe ich persönlich das Gefühl, vielleicht hat das ja auch alles seinen Grund, dass der Buddha das genau so gelehrt hat, wie es wir jetzt noch im Sutta Pitaka finden. Ja, dass manchmal eben auch, also mein Mönchslehrer hat sich da auch manchmal auf seine humoristische Art ein bisschen lustig gemacht. Das heißt, ein Beispiel, Vier-Elemente-Praxis, die eigentlich dazu dient, zu erkennen, inneres Erdelement, äußeres Erdelement, jetzt als Beispiel, beides kein Selbst, kann man beides verblassen lassen. Ne? Also quasi Ziel der Praxis ist es, die Faszination mit dem Erdelement zu überwinden und das loszulassen, die Identifikation. Und im Abhidhamma findest du dann immer eine lange Liste von Attributen, die jeder so atomartige Teilchen werden dann da beschrieben und er hat dann immer gemeint, ja, die Abhidhamma-Autoren
haben nicht die Faszination damit verloren, sondern sie haben die Faszination noch auf die Spitze getrieben. Ne? Haben dann eigentlich das eigentliche Ziel der ganzen Praxis dadurch vielleicht auch ein bisschen verschleiert. Ne? Also ich komme mehr und mehr zu der Ansicht, dass wirklich manche Systeme, wie der Buddha sie in den Sutten beschreibt, auf eine sehr faszinierende Art ein komplettes, geschlossenes System darstellen. Danke. Ja, da war noch jemand, der was fragen wollte, glaube ich, oder anmerken wollte. Hat sich erledigt. Gut. Gesine, bist du jetzt belichtet? Nein, aber ich probiere das. Es ist hier nicht allein im Moment. Jetzt geht es weiter mit der Sangha. Genau. Die Gemeinde, ist der vom Buddha gegründete Mönchsorden oder als solcher neben dem Jaina-Orden, was ist das? Ja. Das weiß ich nicht. Jainas, die gibt es immer noch. Das ist eine andere Religion. Ja. In Indien. Mhm. Okay. Der älteste in der Welt. Ebenso wie die ursprüngliche Lehre findet sich auch der Sangha in seiner ursprünglichen Form heute noch in Burma, Siam, Sri Lanka, Kambodscha, Laos und Chittagong in Bengalen. Zu den berühmtesten Jüngern des Buddha gehörten Sariputta, der nach dem Meister die tiefste Erkenntnis der Lehre hatte, Moggallana, der die größten übernatürlichen Kräfte besaß, Ananda, der hingebungsvolle persönliche Helfer des Buddha, Mahakassapa, der dem ersten nach dem Tode des Buddha stattfindenden Konzil in Rayagaya vorstand, Rahula, des Meisters eigener Sohn. Die Institution des buddhistischen Mönchsordens bietet den äußeren Rahmen und die geeigneten Lebensbedingungen für diejenigen, die den ernsten Willen haben, ihr ganzes Leben ungehindert von weltlicher Ablenkung der Verwirklichung des höchsten Erlösungszieles zu widmen. Da ein starkes Bedürfnis nach solchem Leben ausschließlicher Hingabe stets bestanden hat, wo immer religiöse Entwicklung eine gewisse Reife erlangte, ist auch der Sangha von universeller, für alle Zeiten gültiger Bedeutung. Ja, also natürlich wird euch aufgefallen sein, dass der Erwige Jnana Tiloka damals die Nonnen nicht erwähnt hat, weil es damals auch einfach gerade keine gab. Vor 100 Jahren war die Wiederbelebung des Nonnenordens leider noch nicht so weit wie heute. Vielleicht habt ihr euch auch gewundert, dass es hier um Ordinierte geht. Wir sind es hier im Westen eher gewohnt zu sagen, Sangha sind alle, die üben. Und in den Lehrreden haben wir eben eigentlich diese zwei ursprünglichen Bedeutungen. Das eine ist der Sangha der Ordinierten, Mönche und Nonnen. Und dann gibt es noch Sangha als die alle Individuen, alle Menschen, die vier Pfade und vier Früchte der vier Erwachungsstufen sich zu eigen gemacht haben. Und wenn wir jetzt sagen Sangha, wir gründen eine Sangha, dann verwenden wir dieses Wort halt in einer modernisierten Form.
da was anzumerken, zu fragen? Gut. Ich wollte was fragen. Ich habe nur mein Knöpfchen nicht gefunden zum Anschalten. Hört man mich? Ja, man hört dich. Hallo? Knöpfchen geht drauf. Okay. Ja, ich bin ein bisschen überfordert mit dem technischen Gerät, was ich jetzt hier gerade habe. Genau, ich wollte noch fragen, was das denn für eine ursprüngliche Form ist von der Sangha. Das würde mich interessieren, wenn das jetzt nicht zu weit führt. Was meinst du? Hast du mich gehört? Ja. Also hier steht ja, dass der Sangha in seiner ursprünglichen Form nur noch in den betreffenden Ländern vorhanden ist. Und was ist denn da die ursprüngliche Form? Ja, da ist der Theravada-Orden gemeint damit. Ah, okay. Okay, danke. Es gibt ganz viele, auch viele Ordinationslinien, ja, in den verschiedenen buddhistischen Richtungen, und die man eben als die ursprüngliche jetzt bezeichnet, ja auch durchaus zu Recht, ist eben die im Theravada, die vor allem in Süd, was ist das dann, Südwestasien weitesten verbreitet ist. Gut, die dreifache Zuflucht Buddha, Dhamma und Sangha wird hier nur erwähnt. Mit dem schlichten Akt der dreimaligen Aussprache dieser Formel, also Buddhang, Dhammang, Sanghang, Saranang, Gacchami, bekennt man sich als Anhänger der Buddha-Lehre. Dann werden die fünf Sila auch nochmal erwähnt. Ich kann mich selber erinnern, wann war denn das? Das war vor, 96, was haben wir jetzt, 2020, vor 24 Jahren habe ich mit dieser, also jetzt nicht mit diesem Exemplar, aber mit diesem Buch, da zum ersten Mal das alles durchgeblättert und eher noch bestaunt als irgendwie wirklich begriffen. Und dann habe ich angefangen, weil ich mir gedacht habe, dass wenn ich mal Buddhist werden will, dann muss ich das können, dann habe ich angefangen hier, das mal alles auswendig zu lernen. Buddham, Saranam, Gacchami und die fünf Sila habe ich dann auswendig gelernt, natürlich in halsbrecherischer Aussprache damals noch. Aber ist vielleicht eine gute Idee auch für euch, dass ihr auch das dann nicht immer einen Zettel braucht, wenn ihr Zufluchtnahme und die fünf Sila machen wollen. Jetzt ist übrigens auch ganz vorne nochmal eine kleine Aussprachelehre. Wäre vielleicht auch mal lohnenswert, sich die vorzuknöpfen. Dann tut man sich einfach auch leichter, ne? Wenn man weiß, dass ein C wie Tsch ausgesprochen wird und ein J wie Dj. Und wenn man das sich zehnmal durchgelesen hat, dann merkt man sich's auch. Also was zum Beispiel, was mich seit langem immer so ein bisschen kitzelt, ist, wenn man hier Buddham, Saranam, Gacchami sagt, das wäre eigentlich ein M mit einem Punkt und ist dann ein stimmhaftes, ein nasaliertes M, also Buddham, so wie wenn ihr sagt Hanglage. Buddhang heißt es eigentlich. Ja? Aber das nur so nebenbei. Ja gut, dann haben wir sogar noch ein bisschen Zeit, um jetzt mit dem tatsächlichen Text anzufangen. Und das hat der Erwin Nernatiluka hier sehr schön gemacht. Wir auf Seite... Das ist jetzt eine Seite.
Auf Seite 15 geht es dann tatsächlich los mit dem Text. Zumindest in meiner Ausgabe von Bayerlein und Steinschulze. Dann fange ich mal, dann lese ich mal euch den ersten Abschnitt vor. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Verehrung ihm, dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen erwacht. Das Wort des Buddha oder die vier edlen Wahrheiten. Durch das Nichtverstehen, Nichtdurchdringen von wir vier Wahrheiten, ihr Jünger, haben sowohl ich als auch ihr diese lange Zeit das Dasein durcheilt, das Dasein durchwandert. Von welchen vier Wahrheiten? Durch das Nichtverstehen, Nichtdurchdringen der edlen Wahrheit vom Leiden, von der Leidensentstehung, von der Leidenserlöschung und dem zur Leidenserlöschung führenden Pfad. Durch das Nichtverstehen, Nichtdurchdringen dieser vier Wahrheiten haben sowohl ich als auch ihr diese lange Zeit das Dasein durcheilt, das Dasein durchwandert. Mal das allererste Zitat in dem Buch. Das ist interessanterweise aus der Mahaparinibbana Sutta, aus der Lehrrede, in der die letzten Tage des Buddha beschrieben werden. Und eben auch diese Aussage kommt ganz zum Schluss. Ich habe euch auch für die, die das interessiert, wie geht das jetzt? Die ganze Lehrrede, glaube ich, hier zu lesen würde, ein bisschen lang sein. Das ist wirklich eine sehr lange Lehrrede. Aber so, wer will, kann sie hier nachlesen. Da muss man einfach nur draufklicken und dann kommt sie schon. Und ich habe euch auch, wo war das jetzt? Genau, das ist der Kontext, den schicke ich euch auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt so schnell runterladen kann. Ja. Fällt euch da irgendwas auf an dieser ersten Textstelle mal? Was ich schön finde, ist, dass der Buddha sich da inkludiert, ne, und sagt, sowohl ich als ihr sind so lang durch Samsara gewandert. Das heißt, der Buddha ist auch nur hat dieselbe Karriere hinter sich wie wir alle. Solange Verständnis und Weisheit nichts erreicht sind, solange diese vier edlen Wahrheiten nicht der Wirklichkeit gemäß erkannt werden, gibt es eben einfach ein Weiterwandern im Dasein. Also eine ganz zentrale Bedeutung, die der Buddha hier den vier edlen Wahrheiten gibt. Ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Ja, du hast ja von der Unwissenheit vorgelesen und die Avijja steht ja auch am Anfang im bedingten Entstehen. Du hast auch von dem Erlöschen gesprochen. Ein Arahant hat ja die Wirklichkeit vollständig verstanden. Das heißt, es gibt dann nach der Unwissenheit überhaupt keine Sankharas mehr. Es folgt dann gleich Erlöschen. Also meine Frage wäre, hat ein Arahant dann auch Vedana eigentlich? Oder erlischt alles? Naja, er hat schon noch Vedana. Und er hat auch Sankhara in einem gewissen Sinne. Also das Wort Sankhara kann unterschiedliches bedeuten in unterschiedlichen Kontexten. Ja.
Und in der bedingten Entstehung bedeutet es so etwas wie eben das, was durch Unwissenheit entsteht an geistigen Aktivitäten oder überhaupt dann an ego-motivierten Aktivitäten. Und das hat ein Erwachter mit Sicherheit nicht mehr. Aber er hat schon noch, genau wie jeder normale Mensch, Gedanken und Gefühle. Ja, das, was erlischt in einem Arahant zu Lebzeiten, ist Dukkha, das durch die unheilsamen Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung immer wieder neu entsteht. Mhm. Ja, aber Nibbana als Erlöschen kennt eben auch gewisse Abstufungen. Ein Erlöschen zu Lebzeiten und dann ein Erlöschen nach dem Tode, wo dann tatsächlich auch das Vedana, die Empfindung und alles, alle geistigen und körperlichen Aktivitäten erlöschen. Also das Erlöschen, wenn ich nochmal fragen darf, nicht nur in einem Zustand wie Pala-Samapati oder Nirodha-Samapati, wo kein Bewusstsein mehr da ist, sondern auch in einem bewussten Zustand, wo keine unheilsamen Triebe mehr neu entstehen praktisch. Genau. Okay. Das ist ja dann auch der Grund, warum mit dem Tode der Arahant dann auch völlig erlischt, ne? Weil da kein Treibstoff dahinter mehr ist. Ja, das ist ja im Prinzip ja als erst so was wie eine kleine Einleitung, bevor wir dann mit den vier edlen Wahrheiten konkret losgehen. Soll ich mal schnell noch das zweite vorlesen? Oder gibt es da jetzt noch Fragen dazu, zum ersten Teil? Ich habe eine Frage, und zwar, warum Vietnam nicht genannt worden ist beim Anfang, da wo die Länder genannt worden sind. Also, naja, es kann gut sein, dass es vor 100 Jahren in Vietnam noch anders ausgesehen hat. Beziehungsweise, dass der Autor das auch nicht gewusst hat. Da bin ich jetzt auch überfragt. Okay. Na gut, ich lese jetzt einfach nochmal das zweite vor. Schön ist es, dass in diesem einleitenden Abschnitt werden, wenn ihr schaut, es sind drei Lehrreden zitiert, und da haben wir jetzt die letzte Lehrrede, als nächstes haben wir die erste Lehrrede und dann am Schluss haben wir noch quasi die Lehrrede, die dann vom Erleuchten, vom Erwachungsgeschehnis des Buddha berichtet, also so auch die drei wichtigsten Etappen eigentlich beleuchtet. Ich kann es vielleicht gerade noch vorlesen und wir können ja dann gemeinsam zu Hause drüber nachdenken und uns dann nächste Woche drüber unterhalten. Solange ihr Jünger in mir der wahrheitsgemäße Erkenntnisblick hinsichtlich dieser vier edlen Wahrheiten nicht ganz klar war, so lange war ich ungewiss, ob ich die höchste Erwachung, die höchste Erleuchtung gewonnen hatte, die unübertroffen ist in der Welt mit ihren Himmelswesen, Göttern und Teufeln, unübertroffen durch unter den Scharen der Asketen und Brahmanen, Himmelswesen und Menschen. Sobald aber ihr Jünger in mir der wahrheitsgemäße Erkenntnisblick hinsichtlich der vier edlen Wahrheiten völlig klar war, da ging mir die Gewissheit auf, dass ich die höchste Erleuchtung gewonnen hatte, die unübertroffen ist in der Welt mit ihren Himmelswesen, Göttern und Teufeln, unübertroffen unter den Scharen der Asketen und Brahmanen, Himmelswesen und Menschen. Aus der Dhammacakka Sutta der gruppierten Sammlung 5611 steht eh daneben. Auch kann man auch schön nochmal nachlesen. Vielleicht schaffe ich das jetzt gerade noch, euch den Link zu geben. Schaffe ich nicht mehr. Aber ihr findet es auch selber. Ihr könnt zum Beispiel unter Sutta Central euch gut deutsche Lehrreden durchlesen oder unter palikanon.de. Und ja, die Zeit läuft schon aus, aber wir bleiben dran, besprechen das dann nächstes Mal
Und ich hoffe, es hat euch schon ein bisschen Freude gemacht. Und wir sind gerade noch ganz am Anfang. Und wird sicher noch spannend. Dann schönen Abend noch zusammen.